Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Head in Time, Part Nummer 18. Boah, Leute. Ich muss eigentlich echt erst nochmal runterkommen, Leute. Boah! Fick die Henne! Nee! Ich hab's endlich geschafft. Es war knapp as fuck. Und ich hab alles. Aber fragt bitte nicht, wie viel Versuche ich gebraucht habe. Boah, ich hab... Ey, da ist mir echt was vor die Hutkrempe gefallen, ey. Da ist echt was geplatzt. Boah, endlich. Ich habe sogar all... Oh, Lost at Sea. Der Otter ging zur Seeschule und wollte ein Captain werden. Er wurde auch, da hat es auch bestanden. Dann hat er sich eine Crew zusammengestellt und wollte mit ihnen zur See fahren. Hat sich die Leute auch angeguckt, alle super. Dann, oder... Nee, aber hat dann seine erste Kreuzfahrt begonnen? Hat seine erste Kreuzfahrt begonnen. War sichtlich nervös mit einer eigenen Crew. Einige Jahre später wollte er immer noch mit seinem Captain über alte Geschichten erzählen. Doch er bekam einen Brief. Das Schiff von seinem Captain ist untergegangen, von seinem Lehrmeister, und ist verschollen. Somit ist sein Kapitän mit seinem Schiff untergegangen und gestorben. Seitdem ist der Kapitän in einer tiefen Depression verfallen. Oh je. Weihnachtshut. Oh, wie geil. Den hab ich. Hätte ich gern. Den hätte ich gern. Oh ja, Ausrüst. Eishut. Och nein. Schade. Subkornbrunnen aufgetaucht. Ja, die Sticker werde ich nicht suchen. Vielleicht im Stream irgendwann mal, aber so jetzt aktuell nicht. Boah. Huh. Leute, warum habe ich jetzt eigentlich direkt schon gleich einen Stream angefangen? Nicht einen Stream, sondern ein letztes Video. Ich hätte echt erstmal Pause machen sollen. Ist auch ganz cool eigentlich, der Hut. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, der Dingsbums-Hut gefällt mir persönlich besser. Also hier Weihnachtsmütze, klar, natürlich, ganz cool. Aber ich muss sagen, da ist mir... die Waschbärmütze lieber. Warte mal. Kinderhut, Stufe 1. Eishut normal, 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 normal. Stufe 1. Ah, hier sieht man den Seltenheitswert. Seltenheit 1, 1, 2. Einwohnermaske, Eishut 2. Selten, relativ. Zeitlupenhut habe ich noch nicht. Nee, ich bleib dabei. Und jetzt können wir endlich Bon Voyage machen. Endlich. Boah. Ich habe so viel geflucht. Zum Glück habe ich es nicht aufgenommen. Zum Glück. Ich muss einmal kurz Fenster zumachen. Oh, leck. Boah, ist das schwer. Da spiele ich ja lieber Dark Souls. Das war ein Witz. Ich werde kein Dark Souls spielen. So, der Captain, mit dem habe ich ja schon überall gesprochen. War ich hier schon? Ja, war ich hier hinten schon? Kann ich hier hinten überhaupt hin? Da unten ist nichts, okay. Also dafür, dass ich... Wie sollen denn die anderen Passagiere an Bord kommen, bitteschön? Wen interessiert... Alter, was leckt das gerade hier? Was ist das denn? Ich will doch nur zum Level kommen. Man kann es auch übertreiben.
Boah, was war das denn für ein mieser... Wie... Das war ja so knapp gescriptet. Das war ja richtig mies. Achtung, hier spricht der Kapitän. Okay. Ist das Ding an? Alle Passagiere mögen bitte an der Rezeption einchecken. Ich werde in wenigen Minuten an Bord sein. Und bitte pass auf, es geht viel steil herunter. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt lang muss. Hier runter, okay. Ah, die Musik ist cool. Hoffentlich entspannt mich das jetzt mal ein bisschen. Oh, super. Oh, hallo, hallo. Ich hoffe, dass Sie das Schiff mögen. Wir arbeiten sehr, sehr es sauber und aufgeräumt zu lassen. Super. Das macht ihr toll. So, Pinguin. Ich hätte vor der Reihe einige Songs downloaden sollen. Jetzt kann ich hier, jetzt habe ich hier keine Verbindung. Dieser Urlaub ist fürchterlich. Ja, wie wäre es, wenn du dir mal ein paar CDs mitnimmst? Sind zwar altbacken, aber andere Leute haben sogar einen MP3-Player. Kabine, super. Gibt's hier irgendwas? Nö. Einfach nur Decoration. Alles klar, coole Sache, aber. Ich muss halt weiter runter. Die Frage ist, wie komme ich hier runter? So, hier ist nix. Gut, dann gehe ich mal hier auf den Baum. Das ist ja cool. Doch, ist echt cool. Doch, muss ich lassen. Mir gefällt es hier an Bord. Auch so schön viel mit Blumenzeug und so ein Kram. Schon schön. Mafia gewöhnt an Container und Fisch, nicht Luxuskabinen. Tickets definitiv lebenslange Sparguthaben wert. Also, der ist halt irgendwie gewöhnt, irgendwie, was weiß ich, rumzugammeln. Und jetzt hat er was richtig Schickes. Und sagt, das war's wert. Okay, die beiden lassen sich mal nur diskutieren. Ist das eine Meerjungfrau? Cool. Schön. Schön, 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 schön. Erstmal. Ah, da muss ich rein. Alles klar. Ah, die Robben zeigen mir den Weg. Zum Empfang müssen sie hier entlang gehen. Alles klar. Wir haben alle so ein bisschen... Ich muss da irgendwie runter. Oje, oje, oje. Okay. Aber natürlich möchte ich mir die Rubine hier noch mitnehmen. Ich muss also zum Empfang hier runter irgendwie. Okay. So, hier lang muss ich. Hier ist noch eine kleine Blaupause vom Schiff. Ein 3D-Modell. Schön gemacht. Gibt's das eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Was bist du denn für einer? Ah, schau dir diesen Ozean an. Ist er nicht schön? Oh ja, das ist er. Wir sind also schon, glaube ich, unterwegs. Autsch. Ja, Herzen brauche ich jetzt nicht, aber ein bisschen Kohle. Also hier sieht man, wo man überall lang kann. Alles klar, hier ist ja echt. Bing, bong, bing. Bing, bong, bing. Ja. Attention, passengers. Das Schiff verlässt nun den Hafen. Bitte versuchen Sie nicht von Bord zu fallen. Alles klar, Captain. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Lass mich raten. Erstmal hier zum Empfang. Du hast dich vollständig angemeldet. Super. So, und jetzt das Zeitstück aufspüren. Hi, wie kann ich Ihnen helfen? Sie suchen nach etwas, das so aussieht? Wo habe ich das nur gesehen? Denk wer es wäre nach. Ups. Oh oh, da ist es kaputt gegangen.
Oh, ich erinnere mich, wir hatten eins davon zerbrochen und vom Kapitän versteckt. Er würde nicht sehr zufrieden, wenn wir die Sauerei sehen würden. Wir haben versucht, es aufzuräumen, aber wir hatten das nicht so gut gemacht und einige Teile verloren. Es tut mir furchtbar leid. Bitte seien Sie nicht traurig. Ja, super. Muss ich jetzt... Ah. Das ist ein ziemlich schwerer Schaden. Es ist in mehr als ein Stück. Vielleicht könntest du es wieder zusammenkleben, wenn du die fehlenden Scherben findest. Sieht aus, als gäbe es eine pro Raum. Okay. Boah, das wird ein Spaß hier. Ein Ohr. Eins von elf. Ist das mies. Ist das gemein. Ist eigentlich cool. Da haben sie sich auch so ein... Ach Mann, Mädchen. Ich weiß, du hast nicht mehr den... richtigen Dingsbums an. Den richtigen... Das richtige Hütchen. Das ist ein schöner Reisehut. Doch. Wenn dieses Dingsbums da nicht wäre. Aber ich brauche diesen Hut. Da ist sowas drin. Irgendwie zieht dich diese Maschine an. Oh, man braucht Chips zum Spielen. Ja, dann brauche ich echt ein paar Chips. Alles klar. Du hoffst auf was Tolles. Da steckt eine Scherbe in der Maschine. Alles klar. Der große Preis ist also Dingsbums. Ja, Casino ist eigentlich... Ich habe eine Familie im Sub-Zero Central. Ich bin sehr froh, dass wir dort anreisen. Deshalb bin ich natürlich auf diese Kreuzfahrt gegangen. Sie sehen zu jung für Glücksspiele aus. Tut mir leid, übrigens. Bitte steig vom Tisch. Alles klar, aber wir haben hier alles. Also hier gibt es ein schönes Casino. Ist eigentlich ein ganz schönes Schiff hier. Gefällt mir. So ein schönes Kreuz. Würde ich schon ganz gerne mal Urlaub machen. Hätte ich nichts dagegen. So, im Casino waren wir. Lass mich doch gleich mal hier weitergehen. Wir müssen das ganze Schiff abklappern. Boah, das wird ein Spaß. Ich werde diesen Hut hier oft einsetzen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich hatte mir wehgetan. Kannst du mich zum Captain tragen, bitte? Boah, ist das mies. Der hat sich wehgetan. Oh, guck mal, wie goldig. Boah, ist das gemein. Wo ist denn der Captain? Der ist hier oben. Ich bin beschäftigt, Welpe. Dieses Schiff steuert sich nicht von alleine. Was willst du, Welpe? Hat sich jemand aus der Crew verletzt? Sehe ich etwa wie ein Doktor aus? Gib ihm ein gutes Besserungsküsschen. Danke, dass Sie mein Wehwehchen küssen. Ich fühle mich schon ein wenig besser. Ich hatte dieses glitzernde Glas gefunden, aber jetzt gehört es dir. Aha. Also, Küsschen. Wehwehküsschen. Oh, wie ist es salutiert? Oh, wie goldig ist das denn? Oh, genial. Das finde ich cool. Das... Oh, das ist ja süß. Oh, herrlich. Schön, schön, schön. Auf jeden Fall. So, was war denn hier? Hey, Kumpeline, ich war gerade am Chillen und hab dieses zerbrochene Glas rumliegen sehen. Komisch, oder? Es gehört dir? Ach, cool. Ich glaube, ich beurteile dich nicht, weißt du? Ziemlich krass, dieses Zeug einfach in den Händen aufzuheben. Aber sowas. Aber so, was auch immer du willst. Alles klar, das Zeug gehört mir, von mir aus. Ich muss hier runter. Ich muss noch weiter runter. Genau, streckt den ganzen Spielern die Zunge raus. Die wollen nur ihr...
Wir wollen ja nur ihr Geld hier loswerden. Komme ich hier rein? Nein, ich komme nirgends durch. Okay. Ich habe keine Ahnung von dem Schiff. Deswegen... Aber wenigstens sind die Eulen hier nicht so aggressiv. Ich muss da irgendwie runter. Vielleicht hier lang. Ja, hier ist viel los. Deswegen einfach die Leute nicht stören. Ich würde sagen, glaube ich... Boah, hier ist die Kälteeinheit. Jemand hat den Waschgang ohne Waschmittel gestartet. Du solltest etwas hineintun. So, Waschmittel. Oh, das ist ja cooles Waschmittel. Schön. Super. Und jetzt ab zur Waschmaschine damit. Aua. Macht aber nichts. Das war eine... Da war eine Zeitstückscherbe drin. 6 von 11. Super, das läuft auch ganz gut. Jetzt muss ich wieder da hoch. So sieht's also in der Schiffsküche aus. Diese Badetücher sind sehr gemütlich. Ich sollte arbeiten, aber das hier ist so schön. Okay. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hier raus. Mafia biss auf etwas Festes, auf diesen Elfenkind. Sollte es zurück in Küche bringen, bitte. Mafia bit down on something. Alles klar, wenn ich das zurück in die Küche bringe. Unter dem Salat, was? Das ist doch eine Scherbe vom Zeitstück. Aha, coole Sache. Finde ich sehr geil. Doch, gefällt mir. Jetzt muss ich wieder nach oben. Also, dass die hier rumeiern, das muss ja jetzt nicht sein. Ist aber ein cooles Gimmick. Muss ich jetzt etwa die Kronleuchte ent... Oh, ich muss ganz nach oben. Nicht nachmachen, Kinder. Oh, Mist, ist das mies. Ist das gemein. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich muss immer noch nach oben. Ich habe aber schon 7 von 11 Zeitstücken gefunden. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich hoch zum Captain. Mal wieder salutieren. Und da irgendwie... Nee, das kann doch nicht. Das kann nicht sein. Kam ich von hier? Ich kam von dort. Gut. Nee, ich kam von hier. What? So, okay. In jedem Raum gibt es eins von diesen Teilen. Da oben ist eins. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Hier. Über diesen Mülleimer. Da rein. Hier drüber. Über die Bäume. Dann muss ich irgendwie dahin. Die Frage ist, schaffe ich das von dort aus? Nein, werde ich nicht schaffen. So, hier haben wir schon mal eine. Alles klar, 8 von 11. Wo ist denn das nächste Zeitstück? Da oben. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier rein. Oh, super, Swimming. Oh, Swimmingpool! Ah, schön. Da ist noch ein Zeitstück. Das ist... Ah, nee, ich bleib hier. Paddel, 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 paddel. Und guck mal, hier gibt es sogar Rutschen. Wie geil ist das denn?
Was ist denn los, Eule? Hm? Ich dachte, dass der Pool aufgewärmt wird, da es draußen so kalt ist, aber nein, ist er nicht. Ich wollte ein kurzes Bad nehmen, ich habe mir stattdessen fast die Federn abgefroren. Ja, ich glaube, die nehmen das nicht so. Oh, ich muss alle leeren Gläser holen, aber ich hatte sie fallen lassen. Können Sie mir helfen? Gut, ich muss die Gläser holen, darf sie wahrscheinlich nicht fallen. Oh, ist das mies. Vorsicht, je mehr du trägst, desto wackeliger wird es. Gut. Hey, das ist nicht Eis. Das ist eine Glasscherbe in dem Getränk. Danke. Muss ich wirklich... Das war's? Cool. So, als nächstes unten im Keller. Ich kann aber nicht tauchen. Schade. Oh, guck mal, wie sie paddelt. Wie ein kleiner Wauwau. Wuff, 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 wuff. Cool. Auf jeden Fall. Schön. Ah, ich kann nicht ewig paddeln. Ah, ich verstehe. Schade. Na gut. Macht aber nichts. Ich muss sowieso da runter irgendwie. Du hast absolut keine Ahnung, was das alles bedeuten könnte. Aber die Handschrift ist für die eine Robbe erstaunlich gut. Gut, hier sind also Babys, die sehen alle aus wie der Schaffner. Ich weiß nicht. Rutschen! Ui! Mit Stacheldraht. Ernsthaft mit Stacheldraht? Ach, kommt schon, Leute. Ich habe ein paar nette Leute auf den Schipper gefollowt. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht bereuen werde. Alles klar. Twitter ist also auch schon hier gang und gäbe. So, hier geht's hoffentlich runter. Was ist denn los, Mädchen? Super. Ich darf natürlich jetzt bei diesem ganzen Hin und Her die Zeit nicht vergessen. Was meinen Sie damit? Wir sind nicht auf der Liste für das Abendessen-Schema. Wir bezahlten exakt 96.400 für Tickets, wie sonst jeder andere Passagier auch. Es wird eine schlechte Bewertung für diese Kreuzfahrt geben. Alter, wie kommt man denn auf diese Zahl? Willkommen, gnädige Frau. Ich glaube, dass wir gerade keinen Tisch für eine Person haben. Macht nichts, ich will ja auch nur meine Zeitstücke haben. Ich muss da irgendwie hin. Oder muss ich da hoch? Ich muss da hoch. Okay, ich gehe erstmal da hoch und guck mal, ob ich da irgendwas machen kann. Nee, ich kann hier nirgends rein. Schade, schade. Oh, Katze. Na hallo du, wie geht's? Ja, um ehrlich zu sein, es fühlt sich gut an, wenn jemand anders zur Abwechslung kocht. Dann darf ich mich entspannen. Obwohl ich mich frage, wie ihre Küche aussieht. Vielleicht könnte ich einen kurzen Blick reinwerfen. Ah, super. Die Kochkatze. Ich will auch so eine Kochkatze haben, die für mich kocht. Hier lang. Komme ich da rein? Ja. Da ist ein Zeitstück. Und jetzt irgendwie da unten. Ist das gemein. So, ich will hier gar nicht so lange. Ist eigentlich schön. Ich könnte hier den ganzen Tag rumeiern. Vor allem die Musik ist super. Ich glaube, ich muss wieder in die Küche. Aber da war ich doch schon. Ich meine, da wäre schon gewesen. Ah, ne, hier muss ich runter, in den Maschinenraum wahrscheinlich. Kann es sein, dass das Aua macht? Alles klar, das Zeitschiff ist beim Captain zusammengefügt. Wunderbar, hoffentlich kriege ich das hin.
Ich will aber mich trotzdem noch mal gerne umgucken. Also ich bin hier ja noch nicht fertig. Vor allem wäre das ein bisschen kurz, wenn das das DLC wäre. Ah, okay. Oh, da ist ein Geschenk. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Da ist ein Octoblockto. Der macht aber seine Arbeit. Ich glaube nicht, dass der uns Aua macht. Pass auf, wo du hintrittst, Funke. Es wäre echt schockierend, wenn du ausrutschst. Ich bin positiv eingestellt, dass sie es hier unten ein wenig sicherer machen könnte. Aber das würde die Kosten erhöhen. Wie dem auch sei, es ist schön, einen Besucher hier unten zu haben. Die meisten Leute wissen die harte Arbeit nicht zu schätzen, die ich leiste, um die Stimmung elektrisch zu halten. Cooler Typ. Doch, schön. War es mir wert. Und das Geschenk natürlich. Ein Riss-Token. Ah, das sind außerdem seine Tentakeln hier. Der macht die Maschine um. Ja, geil. So. Jetzt muss ich nur noch zum Kapitän. Aber wo der ist, wissen wir ja. Hoffe ich zumindest. Ja. Ist die Frage, möchte ich hier lang? Oder vielleicht doch lieber hier lang? Ja, komm, gehe ich mal einfach hier hoch, dann passt das schon. Nee. Falsch. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Naja, so. Nein. Hoffentlich muss ich nicht ewig so rumlaufen. Ja, komm, ist egal. Blut. Warte mal, wie das wohl aussieht. Ah, ne, die macht sich nach einer Zeit wieder normal. Okay. Dann nehme ich wieder das Haarband. So, und jetzt zum Captain. Der müsste hier sein. Mich nicht alles täuscht. Relativ stabil, muss man lassen. Yeah! 41! Tschick-bam! Ja, geil! Freue ich mich! So, war's das denn überhaupt? Oder gibt's da noch mehr? Unterwasserdruck. Weißt du was? Ich mache jetzt hier erstmal eine Pause. Ich habe heute nämlich auch schon wieder 5 von den Parts aufgenommen. Oder 4. Ich weiß es nicht. Nicht ganz. Naja, auf jeden Fall die kleine, nicht mehr braune Pause. Ein bisschen was essen, ein bisschen was machen. Und mal gucken. Ne? Also dann. Macht's gut.